Hänsel und Gretel von den Gebrüder Grimm. Vor einem großen Wald wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu essen. Und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er nicht mal das tägliche Brot mehr beschaffen. Als er sich nun abends ins Bette Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sagte zu seiner Frau: Was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben? Weißt du was, Mann? Wir wollen morgen in aller Früh die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dichtesten ist. Dort machen wir ihn ein Feuer an und geben ihm ein Stück Brot. Dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Hause und wir sind sie los. Nein, Frau, das tue ich nicht. Wie sollt ich's übers Herz bringen, meine Kinder in den Wald allein zu lassen? Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen. Oh, du Narr, dann müssen wir alle vier Hungers sterben. Und sie ließ ihm keine Ruhe, bis er einwilligte. Aber die armen Kinder dauern mich doch. Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können. Sie hatten gehört, was die Stiefmutter zum Vater sagte. Gretel weinte bitterliche Tränen und sprach zu Hänsel: Nun ist um uns geschehen. Still, Gretel, gräme dich nicht. Ich will uns schon helfen. Und als die Alten eingeschlafen waren, stand er auf, zog seine Hose an, machte die Untertüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz hell. Und die weißen Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten wie lauter Diamanten. Hänsel bückte sich und steckte so viel in seine Hose hinein, was nur hineinpassen konnte. Dann ging er wieder zurück, sprach zu Gretel: Sei getrost, liebe Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein. Gott wird uns nicht verlassen. Und legte sich wieder in sein Bettchen. Als der Tag anbrach, kam schon die Frau und weckte die Kinder. Steht auf, ihr Faulenzer, wir wollen in den Wald gehen und Holz holen. Dann gab sie ihnen ein Stück Brot und sprach: Da habt ihr etwas für den Mittag. Aber esst nicht vorher auf, weiter kriegt ihr nichts. Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in seiner Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg nach dem Wald. Als sie eine Weile gegangen war, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück und tat das wieder und immer wieder. Der Vater sagte: Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück? Hab Acht und vergiss deine Beine nicht. Ach, Vater, ich seh nach meinen weißen Kätzchen, das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen. Du Narr, das ist dein Kätzchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Hänsel aber hatte nicht nach den Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus der Tasche auf den Weg geworfen. Als sie mitten in dem Wald angekommen waren, sprach der Vater: Nun sammelt Holz, ihr Kinder. Ich will ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert. Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Das Reisig ward angezündet und als die Flammen recht hoch brannten, sagte die Frau: Nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus. Wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab. Hänsel und Gretel saßen am Feuer und als der Mittag kam, aß jedes ein Stück Brot
und weil sie die Schläge des Holzaxtes hörten, so glaubten sie, ihr Vater wäre in der Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt, es war ein Ast, den er an einen dürren Baum gebunden hatte und der den Wind hin und her schlug. Als sie so lange gesessen hatten, fielen ihnen die Augen von Müdigkeit zu und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es finstere Nacht. Gretel fing zu weinen an und sprach: Wie sollen wir nun aus dem Wald kommen? Hänsel aber tröstete sie: Warte nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Dann wollen wir den Weg schon finden. Und als der volle Mond aufgestiegen war, nahm Hänsel sein Schwesterchen an der Hand und ging den Kieselsteinen nach. Die schimmerten wie blank geputzte Silbertaler und zeigten ihnen den Weg. Sie gingen die ganze Nacht durch und kamen bei anbrechendem Tag wieder zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die Tür und als die Frau aufgemacht und sah, dass es Hänsel und Gretel waren, sagte sie: Ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange in den Wald geschlafen? Wir haben geglaubt, ihr wollt gar nicht mehr wiederkommen. Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen, als er sie alleine zurückgelassen hatte. Nicht lange danach war wieder große Not in allen Ecken und die Kinder hörten, wie die Mutter nachts im Bett zum Vater sprach: Alles ist wieder aufgezerrt. Wir haben noch ein Laib Brot. Hernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder müssen fort. Wir wollen sie in den tiefen Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht mehr wieder herausfinden. Es ist sonst keine Rettung für uns. Dem Mann fiel schwer aufs Herz und er dachte: Es wäre besser, dass du den letzten Bissen mit deinen Kindern teilst. Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so musste er es auch zum zweiten Mal. Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mit angehört. Als die Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf und wollte hinaus und Kieselsteine auflesen, wie vorige Mal. Aber die Stiefmutter hatte die Türe verschlossen. Er tröstete sein Schwesterchen und sprach: Weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig. Der liebe Gott wird uns schon helfen. Am frühen Morgen kam die Frau und holte die Kinder aus den Betten. Sie erhielten ihr Stück Brot. Das war noch kleiner als das vorhergehende Mal. Auf den Weg nach dem Wald bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. Hänsel, was stehst du da und guckst dich um? Geh deiner Wege. Ich seh nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen. Narr, das ist dein Täubchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint. Hänsel aber warf nach und nach alle Bröcklein auf den Weg. Die Frau führte die Kinder tief in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht gewesen waren. Da ward wieder ein großes Feuer gemacht und die Mutter sagte: Bleibt nun da sitzen, ihr Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein Weilchen schlafen. Wir gehen in den Wald und hauen Holz, und abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab. Als es Mittag war, teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie ein und der Abend verging, aber niemand kam zu den armen Kindern. Sie erwachten erst in der finsteren Nacht und Hänsel tröstete sein Schwesterchen und sagte: Warte nur, Gretel, bis der Mond aufgegangen ist. Dann werden wir die Brotkrümeln schon sehen, die ich ausgestreut habe. Die zeigen uns den Weg nach Hause. Als der Mond kam,
machten sie sich auf, aber sie fanden kein Bröcklein mehr. Denn die vieltausend Vögel, die im Wald und in dem Feld herumfliegen, hatten sie weggepickt. Hänsel sagte zu Gretel: Wir werden den Weg schon finden. Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag von Morgen bis Abend, aber sie kamen nicht aus dem Wald heraus und waren so hungrig, denn sie hatten ja nichts als die Beeren, die im Walde wuchsen. Und weil sie so müde waren, dass die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein. Nun war schon der dritte Morgen, dass sie ihren Vaters Haus verlassen hatten. Sie fingen wieder an zu gehen, aber sie gerieten immer tiefer und tiefer in den Wald. Und wenn sie nicht bald Hilfe bekamen, so mussten sie verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie einen schönen weißen Vogel auf einem Ast sitzen. Das sang so schön, dass sie stehen blieben und ihm zuhörten. Und als er fertig war, schwang er seine Flügel und flog vor ihnen her. Sie gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten, auf dessen Dach es sich setzte. Und als sie ganz nahe herankamen, da sahen sie, dass das Häuschen aus Brot gebaut war, mit Kuchen bedeckt. Die Fenster waren von hellem Zucker. Da wollen wir uns dran machen und eine gesegnete Mahlzeit haben. Ich will ein Stück vom Dach essen. Gretel, du kannst vom Fenster essen. Das schmeckt süß. Hänsel reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmeckte. Und Gretel stellte sich an die Scheiben und knabberte daran. Da rief eine Stimme aus der Stube heraus: Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an mein Häuschen? Die Kinder antworteten: Der Wind, das himmlische Kind. Und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter und Gretel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus. Da ging auf einmal die Türe auf und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopf und sprach: Ei, ihr lieben Kinder, wer hat denn euch hierher gebracht? Kommt nur herein, bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid. Sie fasste beide bei der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen. Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse. Hernach wurden zwei schöne Bettlein weiß gedeckt und Hänsel und Gretel legten sich hinein und meinten, sie wären im Himmel. Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt, sie war aber eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte. Sie hatte das Brothäuschen nur gebaut, um sie hereinzulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es. Und das war ihr ein Festtag. Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere und merken's, wenn Menschen herankommen. Als Hänsel und Gretel in ihre Nähe kam, da dachte sie boshaft und sprach höllnisch: Die soll mir nicht wieder entwischen. Frühmorgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf, und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen roten Backen, da murmelte sie vor sich hin: Das wird ein guter Bissen werden. Da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand
und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn hinter einer Gittertür ein. Er mochte schreien, wie er wolle. Es half ihm nichts. Dann ging sie zu Gretel, rüttelte sie wach und rief: Steh auf, Faulenzerin, trag Wasser und koch deinen Bruder etwas Gutes. Der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen. Gretel fing an, bitterlich zu weinen, aber es war alles vergebens. Sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Nun ward dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, aber Gretel bekam nichts als Krebsschalen. Jeden Morgen schlich die Alte zu den Ställen und rief: Hänsel, streck deinen Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett genug bist. Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus, und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es wären Hänsels Finger, und verwunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Als 4 Wochen herum waren und Hänsel immer noch mager blieb, da überkam sie die Ungeduld und sie wollte nicht länger warten. Hega, Gretel, sei flink und trag Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein. Morgen will ich ihn schlachten und kochen. Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen musste. Lieber Gott, hilf uns doch! Hätten uns nur die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammen gestorben. Spar dein Gebläre, es hilft dir alles nichts! Frühmorgens musste Gretel heraus aus dem Kessel mit Wasser hängen und Feuer anzünden. Erst wollen wir backen. Ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet. Sie stieß das arme Gretel hinaus zu dem Backofen, aus dem die Feuerflammen schon herausschlugen. Kriech hinein und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschieben können. Und wenn Gretel darin war, wollte sie den Ofen zumachen und Gretel sollte darin braten. Und dann wollte sie's aufessen. Aber Gretel merkte, was die Alte im Sinn hatte und sprach: Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Wie komm ich denn da hinein? Dumme Gans! Die Öffnung ist groß genug. Siehst du wohl, ich könnte selbst hinein. Sie krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Gretel einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Hu, da fing sie an zu heulen, ganz grauselig. Aber Gretel lief fort und die gottlose Hexe musste elendig verbrennen. Gretel aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief: Hänsel, wir sind erlöst, die alte Hexe ist tot! Da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Tür aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut und sind sich um den Hals gefallen. Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so gingen sie in das Haus der Hexe hinein. Da stand in allen Ecken Kasten mit Perlen und Edelsteinen. Die sind noch besser als die Kieselsteinchen, sagte Hänsel und steckte in seine Tasche, was hineingehen wolle. Und Gretel sagte: Ich will auch etwas mit nach Hause bringen. Und füllte sich sein Schürzlein voll. Aber jetzt wollen wir fort, damit wir aus dem Hexenwald herauskommen. Als sie ein paar Stunden gegangen waren, gelangen sie an ein großes Wasser. Wir können nicht hinüber. Ich sehe keinen Steg und keine Brücke. Hier fährt auch kein Schifflein. Aber da schwimmt eine weiße Ente. Wenn ich die bitte, so hilft sie uns
hinüber. Entchen, Entchen, da steht Gretel und Hänslein. Kein Steg und keine Brücke, nimm uns auf deinen weißen Rücken. Das Entchen kam heran und Hänsel setzte sich darauf und bat sein Schwesterchen, sich zu ihm zu setzen. Nein, es wird dem Entchen zu schwer. Es soll uns nacheinander hinüberbringen. Das tat das gute Tier, und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen fortgingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter vor, und endlich erblickten sie von Weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihren Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seitdem er die Kinder im Wald gelassen hatte. Die Stiefmutter aber war gestorben. Gretel schüttelte sein Schürzchen aus, dass die Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen. Und Hänsel warf eine Hand nach der anderen aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorge ein End, und sie lebten in lauter Freude zusammen. Mein Märchen ist aus. Dort läuft eine Maus. Wer sie fängt, darf sich eine große, große Pelzkappe daraus machen.